Heute möchten wir euch so ein bisschen zeigen, was wir oder woran wir in den letzten 2 Wochen gewerkelt haben, was sich so in unserem Häuschen und drumherum verändert hat. Das heißt, es wird ein paar kleinere bauliche Updates geben aus dem Innen- und Außenbereich, aber auch ein paar oder technische Updates in Bezug auf unseren Wassertank und auf unsere Heizungsanlage. Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ja, wir haben schon erwähnt, es gibt immer mal wieder was zu tun und gerade je näher auch die Geburt unseres Kindes rückt, desto eher sind wir hinterher, viele kleinere Aufgaben einfach noch abzuhaken, zu erledigen, wie zum Beispiel bei unserem Wassertank. Wenn wir Wasser auffüllen, also unseren Tank auffüllen, dann ist er irgendwann voll und es ist uns schon passiert, dass wir das 2, 3, 4 vielleicht auch schon öfters vergessen haben, dass er voll ist oder voll wird und dann irgendwann merken wir, dass an der Füllstandsanzeige, dass es da oben etwas rauskullerte. Wir wollten das Risiko einfach nicht eingehen, dass sich dann über die Zeit zu viel Wasser sammelt und haben gesagt, okay, wir stellen den Tank einfach in eine Wanne. Ich glaube, das haben auch ein wollten paar von wir eigentlich euch schon ewig machen. Ja, das haben auch schon ein paar von euch vorgeschlagen, auch schon mit der Alte, dass wir das gleich so hätten machen sollen. So haben wir jetzt dazugelernt. Mit der Heizung. Ja, mit der Heizung. Die Alte ist unsere Heizung. dazu kommen wir auch gleich noch. Aber ja, wir haben also eine Wanne anfertigen lassen und haben jetzt den Tank in einer Wanne. Aluminium. Aus Aluminium, genau. Ja. Und ich glaube, die ist jetzt, genau, wir haben die 8 cm hoch bestellt. Sie passt wirklich auf den Millimeter genau. Das heißt, das nächste Mal sollten wir unseren Tank mal wieder vergessen. Dann sollte eigentlich nichts passieren. Eigentlich sollte auch so nichts passieren. Also es scheint einfach auch irgendwo ein Dichtungsproblem zu geben, weil eigentlich unsere Entlüftung auch funktioniert oder dieser Überlauf. Ja. Die Füllstandsanzeige, die nicht dicht ist. Die Füllstandsanzeige haben wir damals bestellt, um nachzuschauen, wie voll ist unser Tank jetzt. Die haben wir aber eigentlich nie gebraucht, ehrlich gesagt, weil wir das natürlich... Wir gucken immer rein. Wir gucken einfach rein und unser Tank ist durchsichtig, also transparent. Das heißt, wir haben den nie gebraucht. Mhm. Und jetzt ist es auch noch zusätzlich eine undichte Stelle. Und je länger man ihn vergisst, desto... Größer kann der Schaden dann sein. Genau, wird das dann eventuell und deshalb haben wir gesagt, wir machen das lieber so. Bei der Alde Flow ist das etwas anders. Die Alde Flow ist unser Vorkessel, unsere Heizungsanlage, die wir eigentlich total wertgeschätzt haben, weil sie uns eben ermöglicht, stetig warmes Wasser zu haben, ohne eben in den Zwischenzeiten noch warten zu müssen. Und bei unserem letzten Wasserproblem mit der Heizung ist uns aufgefallen, dass unser Vorkessel, also die Alde Flow, ausläuft. Aber an keiner Stelle des Schlauchs, also wir konnten das Problem nicht erkennen, sondern das Wasser ist unterhalb dieses Vorkessels ausgetreten. Und wir hatten dann auch zur Not, weil das ein Riesendrama war, hier einen Techniker gerufen und der uns dann schnell die Anlage abklemmt und so. Es war spektakulär. Aber die Heizungsanlage steckte noch am Vorkessel und wir haben uns ehrlich gesagt immer so ein bisschen davor gedrückt, wegen der Glykolflüssigkeit und auch Sorge, wie viel da jetzt ausläuft und müssen wir neue kaufen und was wird das für eine große Suppe, weil wir auch unter unserer Heizungsanlage keine Wanne haben, noch nicht. Ja. Das eben auszubauen. Haben uns also von unserem Ansprechpartner, der uns auch technisch hier unterstützt hat, so Klemmen bestellt, womit wir eben unsere Rohre, da wo die Glykolflüssigkeit durchfließt, abklemmen können und wir nicht eine Riesenüberschwemmung von Glykolflüssigkeit in unserem Tiny House haben. Wir haben es auch gut hinbekommen. Wir sind richtig stolz auf uns. Wir haben es nicht gefilmt, weil wir viel zu aufgeregt waren. Wir mussten einfach unsere Köpfe zusammenstecken und das musste einfach funktionieren. Da war kein Nerv, kein Platz, keine Ruhe mehr für eine Kamera. Sehr strategisch vorgehen. Wo müssen wir jetzt wie abklemmen, damit hier gleich keine Glykolflüssigkeit, sie fließt ja immer mal ein bisschen raus, aber dass wir eben keine Katastrophe haben. Das eine, was ich anders machen würde in Zukunft, ist, ich würde auf jeden Fall eine solche Heizungsanlage in eine Wanne bauen. Wie jetzt auch den Wassertank, ne? Definitiv. Ja. Vorab, also schon so planen, dass alles, was eben irgendwie auslaufen könnte in irgendeiner Form, dass das in eine Wanne kommt und das Holz nicht beschädigt. Weiter geht's mit unserem Bücherregal im Arbeitszimmer. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir das Konzept so toll fanden mit dem Schuhregal, dass wir das ganz gerne auch im Arbeitszimmer übernehmen wollten oder für das Arbeitszimmer übernehmen wollten. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt 2 Fächer
gebaut, also im Grunde eigentlich nur zugeschnitten und eben die ähnliche Konstruktion, also mit Unterboden, wie wir das dann auch für die Schuhe gemacht haben im Badezimmer. Allerdings haben wir das Holz diesmal lasiert. Mhm. Es ist also deutlich dunkler geworden. Nach der Lasur haben wir sie dann aufgehangen und waren wieder mal erstaunt, wie viel da wirklich reinpasst. Also richtig cool. Unsere ja. Laptops samt Ladekabel und einige Bücher noch. Und ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher. Kleiner Lautsprecher passt ja. noch rein und nochmal zwei, drei andere Dinge. Und ich finde das Konzept nach wie vor, wir finden das so klasse, dass wir das auch jetzt für das Schlafloft übernehmen wollen teilweise, für die Bücher, die wir oben noch haben und vielleicht auch noch auf der anderen Seite des Arbeitszimmers. Das wird sich noch zeigen, weil wir ja auch noch unsere Technik haben, also unser Kamera-Equipment und so, das braucht alles sehr, sehr viel Platz. Da wollen wir aber auch Stück für Stück vorgehen, weil gerade auf so winzigen Raum will man es dann ja auch nicht wieder zukleistern. Wir wollen ja die Tiefe des Raumes nicht verlieren, sondern ja. den Platz sinnvoll nutzen oder den Stauraum, der dann entsteht. Also ja, da bin ich mal gespannt, wie viele Regale am Ende tatsächlich noch entstehen. Tja. Aber Schlafloft auf jeden Fall noch. Ja. Und wir dachten, weil wir jetzt so gut vorangekommen sind mit der Lasur, machen wir das doch auch gleich mal mit dem Schreibtisch, mit unserem Arbeitstisch oder Schreibtisch, was das auch alles ist. Das ist ja auch ein Klapptisch, den ein Stauraumtisch. Den hatten wir noch gar nicht behandelt. Wir haben den noch gar nicht behandelt, ja. haben den also quasi angeschliffen und lasiert. Und ehrlich gesagt finden wir den zu dunkel. Ich glaube, das lag daran, dass wir damals, als wir noch einen Großteil unserer Holzbalken im Innenraum mit Eichehell lasiert haben, dass wir dort nicht ausreichend umgerührt, also die Pigmente verteilt haben ja. und somit gerade noch bei diesem Rest, den wir jetzt verwendet haben, super viele Farbpigmente drin waren ja. und somit das Ergebnis viel, viel dunkler wurde, als wir dachten. Ja. Wir haben natürlich auch in der prallen Sonne gearbeitet, das heißt, es ist super schnell eingetrocknet, man konnte gar nicht mehr viel abwischen. Dann haben wir es in den Raum gestellt, der 3,4 Quadratmeter groß ist und dachten, ganz schön dunkel für so einen kleinen Raum. Egal, wir haben es lasiert. Er sieht trotzdem schick aus, ja. also vom Konzept ist er auf ja. jeden Fall super. Wir haben uns wirklich, wir können uns den Raum gar nicht mehr ohne vorstellen, ja. ohne Schreibtisch. Der ist so klasse geworden. Auch das Verschieben und das Einklappen, das funktioniert wirklich bestens. Der das ist von der Größe. Richtig häufig, ja. Ja, der ist von der Größe perfekt. Man kann sich wirklich zu zweit auch ransetzen, sogar ja. zu dritt ransetzen, wenn man das möchte. Also es ist wirklich ein tolles, eine tolle Umsetzung sonst gewesen, finde ich. Jetzt fällt mir noch eine Kleinigkeit zur Lasur mhm. ein, weil ja. wir in dem Zuge auch gleich unser Tassenregal für die Küche auch noch lasiert hatten. Das war ja auch noch nicht behandelt. Und das ist auch etwas dunkler geworden durch die Pigmente, stört uns allerdings in der Küche nicht ganz so doll wie bei dem großen Tisch. Es ist natürlich ein viel kleineres Teil. Mhm. Aber da haben wir uns dran gewöhnt. Ne? Ja, aber das lassen wir auf ja. jeden Fall so. Es ist jetzt auch links vom Herd positioniert worden. Das funktioniert ganz gut. Danke nochmal für die Resonanz von euch, für die vielen Kommentare und die Tipps. Weiter geht es dann im Außenbereich, wo wir jetzt endlich mal unseren Tiny House Weg ausgebaut haben oder fertiggestellt haben, nahezu zumindest. Bis zum Auto. Bis zum Auto, bis zur Einfahrt und dann aufgefüllt haben mit Baumschnittresten, die wir hier noch auf dem Grundstück hatten. Diese Baumschnittreste haben wir mit einem Häcksler zerkleinert. Und dann hier einfach verteilt auf dem Weg. Und das hat gut funktioniert, ist aber noch nicht ja. ganz voll bis oben hin. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, also es lässt sich natürlich auch anders laufen. Oder wir haben gemerkt, dass dieser Baumschnitt nicht so durchgetrocknet war, dass dieser Häcksler alles super fein zerhäckseln konnte. Aber für uns war es schon mal total sinnvoll, diesen Baumschnitt zu verwerten. Der liegt hier jetzt nicht mehr rum. Wir ersparen uns sehr, sehr viele Säcke an Rindenmulch, die wir vorher ja auch schon gekauft hatten und es setzt sich ja auch immer ja. wieder ab ja. oder tritt sich auch runter. Wir könnten da wahrscheinlich immer noch mit 10, 15 Säcken hier auffüllen, aber wir sind total happy, dass jetzt endlich mal ein durchgehender Weg bis zur Palettentreppe entsteht. Also, ja. oder dort schon besteht. Das besteht, ist echt ja. cool. Und dann hast du ja weitergemacht mit dem Gaskasten. Ne? Ich wollte heute mal das Video mit einem riesig großen Fail beenden. Mit einem Projekt, welches wirklich gnadenlos gescheitert ist. Uns stört ja schon ja. seit langem die äußere Erscheinung unseres Gaskastens. Und wir ja. hatten ihn vor langer, langer Zeit versucht mal einzusprühen mit Lack, hatten aber natürlich vorher den Gaskasten nicht grundiert. Und demnach ist ja. die Farbe auch Stück für Stück, aber sicher immer wieder abgeblättert.
Und das hat uns natürlich gar nicht gefallen. Auch das wollten wir ganz gerne auch vor unserer eigenen Tiny House Tour, die wir noch planen, erledigt haben oder verschönert haben, weil wir ja auch jeden Tag daran vorbeilaufen und es sehen und es uns jeden Tag stört. Also hatten wir überlegt, den Gaskasten einfach abzuschleifen, um die Lackreste loszuwerden und ihn dann mit Outdoor-Folie zu bekleben. Leider haben wir den Lack nicht so sorgfältig abbekommen mit dem Schwingschleifer und auch nicht per Hand, beziehungsweise dachten irgendwann, das wird schon reichen. Wir kleben ja jetzt eh erstmal die Folie drauf und gucken, wie es wird. Wir wussten, dass es eine große Herausforderung wird, weil es ganz, ganz viele Wellen und Dellen gibt an diesem Kasten und das bestimmt nicht so leicht würde mit einer großen Folie und auch dem Heißföhn, aber da irgendwie drum zu kommen, dass es ein sehr, sehr schönes Ergebnis wird. Ja. Aber wir haben es versucht und es sieht gruselig aus. Am Ende nicht schlimmer als vorher, komm. Ja, am Ende hat die Folie auch nicht gereicht. Wir können ja mal eine Aufnahme aus der Ferne machen. Da sieht es dann auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus, außer dass man natürlich sieht, dass wir nicht genügend Folie hatten. Ja. Aber von nahem merkt man auch gleich, wie das löst sich alles ab. Also dort, wo die Folie einmal geklebt wurde, durfte auch nicht korrigiert werden, weil sofort der Restlack mit abgehoben wurde und dann natürlich die Folie nicht mehr klebt. Ja, also das Thema Lackieren ist wirklich eines für sich und ein sehr teures Thema auch. Lackieren kann echt teuer sein, weil man braucht einige dieser Dosen und dieser 2K-Lack beispielsweise, der vielleicht etwas besser haftet. Plus Grundierung nochmal und dann nochmal den Anschliff. Ist nicht nur viel Arbeit, sondern auch wirklich sehr, sehr teuer. Das kann mehrere hundert Euro kosten, die wir momentan dafür einfach nicht ausgeben wollen. Deshalb sind wir eher so funktional noch unterwegs und weniger optisch. Wir sind natürlich immer noch nicht happy mit dem Ergebnis, aber wir sind auch so genervt, dass wir jetzt gar keine Lust haben, den nochmal abzuschleifen. Und das hat eh nicht gut funktioniert. Also wenn ihr dort noch tolle Tipps habt. Zum Beispiel Holzbretter dran schrauben, das hatten wir vor. Also einfach quasi die Optik verschönern, indem man den Kasten einfach verkleidet. Also wenn wir jetzt irgendwie eine neue Lösung wollen. Darf sie nicht schwer sein. Dann sollte sie nicht zu schwer sein. Ja. Bevor wir das Video beenden, haben wir noch einen letzten wichtigen Hinweis für euch, beziehungsweise für all diejenigen von euch, die sich für unsere Trockentrenntoilette von Trovolo oder das Zubehör oder andere Modelle aus dem Shop interessieren. Wir haben den Gutscheincode oder den Rabattcode bis zum 31.07., 31. Juli verlängert bekommen. Das heißt, mit diesem Code, den wir euch jetzt auch nochmal einblenden, könnt ihr nach wie vor vergünstigt in diesem Shop noch einkaufen. Danach ist der Code abgelaufen. Weiterhin könnt ihr natürlich auch über den Bestelllink bestellen. Dann erhalten wir eine kleine Vermittlungsprovision. Aber für euch ist dann im Prinzip der Rabatt erloschen ab August. Also falls der eine oder andere von euch nochmal denkt, ich brauche nochmal Tüten oder ich kaufe jetzt doch noch eine Toilette oder Zubehör oder einen Kinderaufsitz oder was auch immer, dann schlagt jetzt noch zu bis zum 31.07. Wir vielleicht. Und wir bräuchten auch noch einen Kinderaufsatz. Ja, genau. Und damit verabschieden wir uns jetzt aber wirklich und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Ciao.